Die Arbeiten rund um den Bahnknoten Halle und den Hauptbahnhof sind im Zeitplan und treten in eine neue Bauphase. 11 Kilometer neue Gleise und 52 Weichen sind fertiggestellt und werden in Betrieb genommen. Ein Behelfsbahnsteig ist errichtet. Stellwerkstechnik wird angeschlossen, Software gewechselt. Eine Eisenbahnbrücke muss eingeschoben werden. Vom 21. November an ist der Bahnknoten Halle 6 Tage lang komplett gesperrt. Seit über einem halben Jahr beschäftigen wir uns mit der Totalsperrung aus der Logistik heraus, dass wir sicherstellen, dass die Bauunternehmungen, die noch Leistungen der Totalsperrung zu erbringen haben und die Abnahmeprüfleistungen, die wir machen müssen, sich nicht ins Gehege kommen. Das ist eine minutiöse Planung, das heißt, wir haben jeden Tag auf die Minute genau geplant, sodass wir am Ende pünktlich hier wieder in Betrieb gehen können. Die Fahrgäste sind informiert. Ein Ersatzfahrplan mit Bussen und Bahnumleitungen tritt in Kraft. Sofort beginnen die Arbeiten, vor allem am ehrgeizigsten Projekt, dem Brückeneinschub an der B6 südlich des Hauptbahnhofs. Zunächst werden die Gleise herausgehoben. Wo jetzt noch ein Bahndamm ist, soll eine Eisenbahnbrücke rot gekennzeichnet über die B6 eingebaut werden. Der Autoverkehr läuft dabei weiter über die gelbe Strecke. Das funktioniert technologisch aufgrund der knappen Zeit eben so, dass wir innerhalb dieser 6-Tage-Sperrpause den Bahndamm wegreißen, muss man sagen, mit Baggern und grober Gewalt. Wo Stunden zuvor noch Schnellzüge gefahren sind, durchbrechen die Bagger nun den Bahndamm, um Platz für die vorgefertigten Brückenhälften zu schaffen. Dann ist der Weg frei. Nun schiebt ein Spezialistenteam die zwei Teile aneinander. Die eine Seite hat ungefähr einen Verschubweg von 30 Metern. Das Bauwerk ist jetzt bereits aus Hilfsfundamenten gefertigt. Zwischen den eigentlichen Bauwerksfundamenten und den Hilfsfundamenten werden die Verschubträger eingebaut. Auf diesen Verschubträgern befindet sich der sogenannte Verschubschlitten. Und zwischen Verschubträger und Verschubschlitten ist eine Gleitschicht, die aus Öl und Teflon besteht. Und dann wird das Bauwerk von hinten mit Pressen angeschoben, sodass das Bauwerk sich dann auf diesen Verschubträger mit Verschubschlitten gleitet. 1000 Tonnen wiegt eine Brückenhälfte. Rund 30 Bauarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz. Eine seltene Konstruktion, dass eine Brücke aus zwei Teilen zusammenwächst. Und man hofft, dass dann zum Schluss alles zusammenpasst. Man hat zwar vermessungstechnisch alles vernünftig vorbereitet und begleitet, aber es ist zum Schluss trotzdem ein bewegender Moment, wenn man dann schaut, ob die Bauwerke sich treffen und dann alles wirklich so passt wie vorgesehen. Ne? Es funktioniert und passt. Alles im Zeitplan. Die Brücke steht dort, wo sie hin soll. Jetzt müssen noch die Übergänge verfüllt und die Gleise ergänzt werden. Die Osthalle des Hauptbahnhofs steht ebenfalls im Mittelpunkt der Arbeiten. Personentunnel und Gleise werden komplett erneuert. Zunächst muss aber das Dach abgestützt werden. Wir bauen hier eine Interimsstützung auf, die 5 Stützen entlasten wird vom Hallendach. Das dient dafür, dass dieses Dach komplett so wie es ist stehen bleiben kann, geschützt bleiben kann und unter den Stützen, die wir dann im Grunde genommen freigelenkt haben, wir den neuen Personentunnel und die Tragwerke und Raumgestaltung neu bauen können. Bis Ende 2017 soll dann die Ostseite des Bahnhofs links im Bild für den ICE-Verkehr zwischen Nürnberg und Berlin fit sein. Ende nächsten Jahres geht ja die VD8 in Gänze in Betrieb. Und deswegen ist der Knoten Halle ganz wichtig, dass wir die Geschwindigkeiten, die wir auf der Neubaustrecke fahren, hier im Knoten Halle nicht liegen lassen. Das ist eine große Herausforderung, aber gemeinsam wird uns das gelingen, es auch zu schaffen. Auf jeden Fall konnten die Bauteams alle wichtigen Arbeiten während der Sperrung abschließen. Auch die Gleise auf der Westseite des Bahnhofs sind noch einmal geschliffen, geschottert und instand gesetzt worden. Die elektronischen Stellwerke sind überprüft und funktionieren. Die Züge rollen, auch auf der neuen Eisenbahnbrücke über die B6. Rund um den Knoten Halle sind täglich aber weiterhin ca. 500 Bauleute im Einsatz, um den ehrgeizigen Zeitplan bei der Kompletterneuerung einzuhalten.